Zum Glitscher ist Freitag. Mit dem Fabian und der Ecker. Am Sonntag ist in der Schweiz wieder Wahl. Du ahnst es. Richtig, gell? Hast auch noch einen Krampf in der Wettli. Ich bin auch gespannt, Hause Leute. Mir nimmt es vor allem Wunder, ob man am Sonntag oben dann diskutiert, ob ein Bundesratssitz für die Zürcher SVP. Um was geht's? Ist ja logisch. Ich habe alle 102 46 Mitglieder von der Bundesversammlung daheim persönlich besucht. Ah, schön. Wir reden aber nicht von einem weiteren Sitz jetzt für die SVP, Roger Köppel, sondern für die Grünen und Grünliberalen. Das ist absolut unmöglich. Punkt. Ja, also rechnerisch könnte es schon sein, dass die beiden Parteien zusammen mehr Wähler haben als die FDP. Und dann? Nicht wegen der Wähler. Die grünen Weltverbesserer würden den Sitz nie im Leben angeben, weil vor dem Bundesratszimmer hat es keinen Veloparkplatz. Ja, ich habe meinen Sitz schon dabei, weil ich komme mit dem Liegenvelo. Warum aber zielen ihr eigentlich auf den Sitz von der FDP-Passagiere und nicht jetzt auf den von der CVP? Ja, weil die grünen Truppen weichen, ihr seid drum, Herr Gerber. Keine Angst, um ihren Sitz im Bundesrat, Frau Amherr. Nein, nie im Leben. Mein Sitz wird rund um die Tür bewacht von drei Walliser Panzergrenadier. Und das sind manchmal sogar nüchtern. Ja, wie gesagt, ja, ich habe die Grünen auch am liebsten, wie gesagt, ja. Ah, guten Morgen, Baschi, ich habe gar nicht gewusst, dass du dich auch so für Politik interessierst. Ja, gut, ich rede auch nicht von Politik, wie gesagt, oder, sondern von den M&Ms. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und Trecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Zum Glück so ist Freitag mit dem Fabian und Trecker. Was sind so Geschichten in dieser Woche? Ah, da, offenbar informieren sich ja immer mehr Schweizerinnen und Schweizer nur noch über Social Media, darüber, was so auf der Welt passiert und nicht mehr so über die News konkret. Okay. News habe ich erfunden. Ja, aber Roger Schawinski, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Doch, News, der News sagen, das war meine Idee. Okay. Wie sollten denn die Medienhäuser denn ihrer Ansicht nach jetzt auf den Trend reagieren, gerade wir vom SRF? Gut, also, es würde länger. Wenn SRF heisst, einmal in der Woche würde eine informative Tagesschau auszahlen. Zum Beispiel am Spaten, Montagabend mit einem Moderator, wo Roger Schawinski heisst. Genau. Okay. Das war meine Idee. Okay. Nein, das war meine Idee. Wer keine News konsumiert, der weiss ja auch nicht, dass diese Woche die Schweizer Garde unter Beschuss gekommen ist, weil sie weder Frauen noch verheiratete, behinderte Menschen oder Migranten aufnimmt. Das ist keine Diskriminierung, Herr Gerber, sondern Tradition. Schließlich heisst es Schweizer Garde und nicht Migrantengarde. Im Servaladine hat sie auch kein Chorizo, verstehen Sie? Trotzdem, SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Die Schweizer Garde ist ja so etwas wie eine Visitenkarte von der Schweiz. Und da könnte doch jetzt der Papst noch schauen, dass sie ihre Aufnahmebedingungen vielleicht ein bisschen lockert. Gut, ich könnte ja mit ihm reden, wenn ich ihn zum nächsten Mal sehe. Gell? Sind wir ehrlich, in der Schweiz geht es besser, seit sie von einer Freie verteidigt werden. Wir sind gespannt, Verteidigungsministerin Viola Amherd. Haben Sie übrigens gewusst gehabt, dass es vielleicht bald einen Planet gibt, wo Raclette oder Fondue heisst? Meinst du oder mit einem Walliser, alle Walliser Stäbli, die jetzt bald wieder allen Weihnachtswert steigen? Nein. Ich meine, ein echter Planet, ein sogenannter Exoplanet und ein Stern. Weil zwei Schweizer Astrophysiker den ersten Exoplanet entdeckt haben, dürfen wir jetzt einen von den beiden benamsen. Also 1500 Vorschläge sind eingegangen und darunter eben auch Raclette oder Fondue. Warum nicht Heinz und Roger? Gut, man ist mir gleich, wie der Planet heisst Heinz, aber mein Manager hat sich schon mal erkundigt, ob der Rafa und ich dort oben können eine Exhibition spielen. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und Trecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.